Hans, 20 Jahre, gell, Verein Riebelmais Rheintal. Eine Erfolgsstory, gell? Tatsächlich. Wir haben vor 20 Jahren fast niemand mehr angebaut. Heute haben wir über 65 Hektar dieses Jahr allein. Der Riebelmais. Und parallel dazu haben wir jetzt noch Witterspeismais, Polentamais, wie man dem sagt, der Gel, wo wir noch Polenta machen, auch 65 Hektar. Das sind hunderte von Tonnen, die wir heute wieder anbauen im Tal. Das heisst, also, das Spiesmais. Muss ja alle weg, gell? Das ist eine riesige Erfolgsstory. Das wird verkauft, ja, das ist, ja. Für mich ist das, ja, freut mich schon noch, dass das nach 20 Jahren braucht einfach ein bisschen Ausdauer. Manchmal hast du ein bisschen Hänger drin, aber nachher am Schluss ist es ein Erfolg, wenn dann so läuft es mal. Wie ist man auf die Idee gekommen, mit dem Riebelmais? Nachdem wir zuerst alle so ein bisschen gesagt haben, oh, wird nie etwas, fast ein bisschen gespeuzt und so weiter. Die Idee war eigentlich, was haben wir Spezielles hier im Tal? Einerseits die Landwirtschaftsschüler, die uns einmal darauf hingewiesen haben, machen etwas. Das ist doch das spezielle Produkt, das wir historisch hatten. Wenn es so Marketing geht, Rolf Könzler und ich. Und dann die Rheintaler Gruppe haben gesagt, speziell da ist das Rheintaler der Mais. Und dann sind sie, haben wir gesagt, gehen schauen, wenn wir eine Ausstellung machen über das Produkt von euch. Und dann sind sie gegangen und haben gesagt, ja, der Mais ist hier gemahlen, aber es ist irgendwo von Ungarn oder Argentinien oder Südafrika. Der Mais selber ist nicht von da. Und dann haben wir gesagt, das kann doch nicht sein. Wir müssen doch hier den ursprünglichen Mais, die ursprünglichen Sorten, die erhalten. Und dann hat man den Verein gegründet, um das anzubringen. Parallel dazu haben uns Gesetz geholfen. Hat dann gerade ein neues Gesetz gegeben, wo man geschützte Ursprungsbezeichnungen geben kann. Produkte, die eine lange Tradition haben und wo die Wurzeln da haben und auch hier verarbeitet sind und für die Bevölkerung hier verkauft wird. Musst du da Patent anmelden? Nein, das ist nicht ein Patent. Geschützte Ursprungsbezeichnung ist eigentlich ein Schutz, den man erst seit 1997 Verordnung gemacht hat und ist eigentlich öffentliches Gut. Aha. Wenn einmal der Schutz da ist, in dem Gebiet, wo es traditionell ist, jetzt im Riebelmais zwischen Bodensee und Langquart. In diesem Gebiet da jeder, der hier wohnt und der sich an die Richtlinien, an die Regeln hält, zum Beispiel die Sorten nimmt und so anbaut, wie wir es im Pflichtenheft vorgegeben haben, da jeder das brauchen. Und ich komme jetzt in den Riebelmais her, weißt du, wenn ich es mal möchte probieren. Also, Pulli ist mir klar, Gänze auch, die gibt es dann erst. Aber, du willst aussehen. Musst du mal mit dem Verein in Kontakt setzen. Aha. Bis jetzt haben wir es ziemlich die Übersicht. Ja. Ja, aber wo kaufst du den Riebelmais? Also Körner oder nachher das nein, Produkt? Nein, ja, Produkt nachher. Produkt ja. In den Hofläden, in den Grossverteilern in der Ostschweiz. Da steht überall drauf, den Rheintaler Riebelmais. Ja, das, was selbst signiert hat, die ist jetzt nicht gerade da, ja. Weil auf dem Säckli ist. Was steht? Rheintaler Riebelmais AOP, das ist das Richtige. Ribeläum, oder was hast du denn da? Das ist noch irgendetwas da. Das ist da nicht, da. Wir haben ja 20 Jahre Jubiläum. Genau. Und Sabrina und der Peter macht das Projekt hier, wo man sich orientieren kann, erleben, was, also wie Mais wächst. Man kann jetzt den ganzen Sommer schauen, wie das entsteht. Sie haben das entwickelt. Wir haben gesagt, was machen wir zum 20-Jahr-Jubiläum? Und dann hat der Peter die Idee gehabt, Peter Eugster, wir könnten doch das auspflanzen, die Vielfalt. Weil für viele ist einfach Mais ist Mais. Ja, genau. Aber wenn man im Laufe des Sommers dann hier kommt, sieht die unterschiedlichsten Pflanzen. Das eine ist eben die Speismaissorte, Ziermais, Zuckermais, Popcornmais haben wir hier auch ein Projekt, das mitmacht. Dann haben wir halt die traditionellen Körner und Futtermais für das Futter. Da hat man vor 20 Jahren eigentlich nur noch das gekannt. Und hier im Zentral in dem Feld ist jetzt Parzellen Riebelmais wegen dem Jubiläum. Aha. Jetzt hier drauf hat der Peter schon gesagt, rechts Speismais und Ziermais. Und dann hinten nochmal weltweit ganz späte Sorten, zum Beispiel, die wahrscheinlich bei uns gar nicht reif werden. Ein Teil wird dann hoch, fast wie Bäume, aber wo vielleicht nicht einmal Kolben gibt. Aber das sind die, die sehr spät reif sind für tropische Gebiete. Aber jetzt schauen wir mal, was da geht bis im Herbst. Das sind gekaufte Sachen, haben wir auch Sachen gezüchtet selber? Nein, wir haben nur unsere Sorten. Riebelmais haben wir verschiedene Varianten. Der Beige, den alle kennen, aber auch rote Varianten, die wir hier ausgesagt haben. Wann sieht man das, diese Variante? Wann ist das reif? Reif ist das Jahr wahrscheinlich Mitte September schon.
Ist etwa ein Mann früher wie normal. So etwas habe ich noch nie erlebt. Das ist schon alles blüht. Und wie schaffen denn das die verschiedenen Maissorten auch mit den Maschinen im Jahr? Oder nehmen das weg? So, oder? Jetzt hier von dem Feld? Ja. Das haben wir noch nicht überlegt. Weil es könnte nicht schwierig werden, oder? Mit ja, Maschinen? Ja, dann vielleicht genug Leute, die können helfen können. Ja, ja. Dann wird es eventuell Leute sein, die hier helfen. Und dann können wir sicher wieder filmen. Und dann gibt es vielleicht auch noch so Türken ausschälen oder so etwas auch noch. Das Abschlussfest. Ja. Wir haben ja letzten Freitag jetzt das Einstiegsfest für die Beteiligten, Sponsoren und Ribbelverein. Das Abschlussfest für alle ist dann am 19. Oktober. Das ist dort im Ribbelhof oben. Wir haben ja hier den Vorteil, dass der oben gerade der Ribbelhof ist. Genau. Wenn jetzt jemand das Feld besucht und etwas will trinken oder essen, kann er gerade hier rauf essen. Und das Abschlussfest ist eben dort oben. Wir haben ja parallel dazu, zu dem Ribbeläum, ich weiß nicht, hast du das mitbekommen, haben wir einen Wettbewerb. Da haben wir etwa 1500 so Flyer mit je 10 Sämli Ribbelmais verteilt. Und das sollten jetzt die Leute gepflanzt haben. Und jetzt schauen wir, wer bis dann den grössten Maiskolben anbringt, der längst. Und das wird dann dort prämiert. Wir wissen noch nicht, wie viel Rücklauf das gibt. Wenn da ein paar Hunderte kommen, sind wir dann ein bisschen am Messen und tun dann den grössten prämieren bis dann die grössten. Das wäre dann auch so richtig September. Am Freitagabend, am 19. Oktober. Oktober, ja, gut. Während dem letzten Olma Freitag. Das dürfen wir nicht verpassen. Aha. Ja, das darfst du nicht verpassen. Dann gibt es Ribbelmais und nicht draussen Mais. Dort, das Menü haben wir noch nicht detailliert. Aber es gibt ein Abschlussfest für alle, die wollen. Können kommen. Du Peter, was haben die Gänse mit dem Ribbelmais zu tun? Also die Gänse sind jetzt noch ein bisschen klein zum schönen Mais rein. Nachher haben wir extra ein Feld, wo wir nachher sicher noch sehen, wo wir zwei Streifen Ribbelmais gesagt haben, wo die dann in den Mais rein können, dort in den Schatten und können da, dann den Mais fressen auf dem Feld. Und so ist es natürlich für die Gänse super, die haben dann den Ribbel dort und den Schatten. Und auch wenn mal eine Kreie kommt oder ein Hinnenvogel, können sie dort ein bisschen verschleifen, dann haben sie gerne nicht gern. Die sind noch klein, oder? Die Gänse da? Ja, die sind jetzt gut 3 Wochen. Und im Moment wachsen sie extrem. Und sie fressen dort ziemlich viel Gräs jetzt gerade. Bei dem schönen Wetter können wir sie natürlich immer auslassen. Und das Heu haben sie natürlich auch gern. Genau. Mit dem Stall kommen das Heu über zur freien Verfügung. Und dort natürlich noch ein bisschen Kükenfutter, bis sie ein bisschen grösser sind, als nachher dann mit dem Gräs und dem Mais genug haben. Und das sind dann Ribbelmaisgänse, oder wie sagst du denn dem? Ja, das sind nachher Ribbelmaisgänse. Spezielle Qualität? Ja, die sind natürlich langsamer gewachsen als Maschgänse. Die haben ja jetzt ein halbes Jahr bis die Weihnacht oder Martini, je nachdem. Und die haben dann ein bisschen kräftiges Fleisch und ein bisschen weniger Fett. Da braucht natürlich unglaublich viel Land auch, gell? Also man sieht natürlich einen unglaublich grosszügigen Freilauf, oder? Also der Freilauf, den wir hier haben, ist ja noch klein. Der ist eigentlich nur zum Angewöhnen. Hoho. Nachher haben die knappe Hektar zur Verfügung. Also sind 10'000 Meter, he? Ja, genau. Und die können dort sich dort frei bewegen und können dort fressen und rumlaufen, wie sie wollen den ganzen Tag. Wir lassen sie morgen aus und tun sie am Abend wieder in den Stall. Jetzt müssen wir doch unbedingt mal auf der Zünsel, die hier immer so ein bisschen redet. Peter Eichste, du bist irgendwie ein bisschen angefressen von dem ganzen Ribbelmais, gell? Ja, bei uns ist natürlich da eine alte Geschichte. Wir hatten früher schon immer Ribbelmais und haben den auch weiter erhalten. Und auch mit dem Hans zusammen. Ich kenne den Hans schon seit der Schule, das ist etwa ungefähr 20 Jahre her. Gut, 25 Jahre. Und wir haben immer wieder ein Projekt gemacht und seit der Verein jetzt ist, können wir natürlich den auch unterstützen und schauen, dass es da weiterläuft. Aber hättest du gedacht, damals vor 20 Jahren, dass es mal zu so einem Erfolg könnte? Nein, da hätte eigentlich hier niemand gedacht. Haben ja alle gelacht, oder? Ja, haben alle ein bisschen gelacht, vor allem auch zum Teil die Älteren oder die älteren Rindtaler, die früher haben müssen essen und heute ist da ein etwas anderes. Ist nicht mehr das Überlebensnahrungsmittel vom Rindl, sondern eher etwas Kulturelles.
Oder vielleicht auch bald zum Teil eine Delikatesse oder etwas Spezielles in der Küche. Ich bin jetzt 65 und noch ein bisschen jünger. Ich kann mich erinnern, wenn die Grossmutter gesagt hat, Türkenreibel. Sie hat zwar immer gesagt, sie sind gut. Aber ehrlich gesagt, meine Leibspeise war nicht. Aber inzwischen habe ich das wirklich auch gerne. Man gewöhnt sich auch irgendwie daran. Man merkt, das ist etwas, wo man früher fast verschmäht hat, wo wirklich etwas sehr Spezielles ist. Also ich begreife ja die Leute schon, die dreimal im Tag oder mindestens zweimal im Tag in unsere Reibel essen, dass sie nicht mehr gerne haben. Und das ist auch nicht, das ist auch nicht schlimm, wenn die den nicht gerne haben. Wenn ich müsste dreimal im Tag Reibel essen, dann hätten wir auch nicht mehr gerne. Dann ging wahrscheinlich allen so. Aber das ist ja heute nicht mehr, das ist heute nicht mehr üblich, dass man dreimal im Tag muss Reibel essen muss, wegen der Finanzen oder wegen dem Nahrungsmittel, das man nicht hat. Bei der Gänz und bei der Pulle, wir gehen dann nachher noch zu dem mobilen Hühnerstall, der natürlich auch ganz etwas Spezielles ist, auch von der Hygiene her, wie man kann umzüchen kann und so weiter. Also bei den Hühnern und bei der Gänz merkt man etwas vom Fleisch her? Also wenn man jetzt Gänse mit, oder Bulle mit normalem Mais mästet, wo ja gel ist, dann ist noch ein Fett auch gel. Und bei der Bulle ist es speziell. Dort merkt man es gut, dass das Riebelmais ist, weil das Fett nicht gel ist. Aha. Und im Geschmacklich merkt man auch etwas so? Ja, das ist jetzt schwierig. Jetzt ist nicht ein Haufen Erfahrungen mit Maisbouillarden beim Essen. Da müssen wir einen Koch fragen, der da gut rauskommt. Ja gut, also das heisst es mit anderen Worten, wir haben jetzt Ende Juni, also das heisst die Gänse so im November, hast du gesagt, auf Martini wäre es nicht mehr feil, ha? Ja, ein Teil geht auf Martini und der Rest geht auf die Weihnacht. Aha. Bei uns in der Schweiz ist Martini ganz nicht so bekannt wie die Weihnachtsgänse. Und so kommen die mit dem Robin zusammen vom Markt. Also wir tun jetzt Gänse probieren zum Install zu tun. Im Normalfall funktioniert es gut. Was die Gänse gerne haben, ist etwas Neues. Ja. Also wenn im Stall etwas änderst oder neue Leute sind, dann wird es manchmal schwierig. Und dann sind sie wie ein schwerer Flügel. Aber meistens finden wir wieder alle. Ja, Flüge gehen wir noch. Also, als ich letztes Mal mit dem Hans unterwegs war bei den Bienen, haben sie auf einmal die Kamera gewittert. Also, ich laufe jetzt auch vor, dass, wenn sie mich sehen, dass sie auf einmal um mich herumpicken, oder was meinst du? Ja, das Risiko hast du natürlich bei Gänse. Gut, okay. Sind wir gespannt. Wo ist jetzt der Bub? Ich sehe ihn gerade nicht mehr. Er jagt ja hin. Das ist ja zünftig dran. Ich muss den Hang aufmachen. Komm, jetzt musst du Palier stehen. Komm, Bub. Am Put. Am Put. Komm in den Raum. Ich muss so ein bisschen weg, oder nicht mit dem Weg stehen da? Komm! Ja. Komm mit Ihnen, komm! Komm! Komm mit Ihnen, komm! So, Peter, ist es auch speziell gut gegangen oder geht das jedes Mal so? Nein, also normalerweise geht es eher besser. Also am besten geht es, wenn man nur zu zweit ist. Ja. Weil sie kennen sich auch ein bisschen aus und kennen vor allem die Leute. Und wenn man Freunde Leute hat, dann ist meistens, dass sie ein bisschen zögerlich sind. Und halt am Ende ein bisschen schauen und ein bisschen mitgehen. Quaken. Gell, die kleinste Bewegung und dann sind sie gerade ein bisschen verunsichert, gell? Ja, also man sieht, sobald sich etwas bewegt, verschreckt es. Und vor allem, wenn etwas von oben bewegt, dann haben sie immer Angst und springen, dann kommen gleich in Panik. Und so haben wir hier ein paar Kleidungsstücke aufgehängt im Stall, wo man können quackeln mitten, dass ein bisschen, wenn es luftet, ein bisschen Bewegung hat, dass sie sich ein bisschen an die Bewegung gewöhnen. Und dieses Jahr ist also erstaunlich, wie viel zahmer sie sind. Also wenn man ein bisschen Geduld hat und in die Wiese hockt, dann kommen sie also her, picken da rum und haben wirklich Vertrauen dazu. So, was haben wir als Altstädter hier zum Gänsepeter? Ja, da müsst ihr nicht mehr einfragen. Aber es hat sicher schon ein paar Sprüche gegeben, nicht? Also ich habe praktisch nur gute Echo. Ja. Ist von unserer Seite eine sehr gute Werbung. Und kommt bei den Leuten gut an. Sie können auch voraus sein.
Und haben hier, in der Nacht können sie hier rein wegen dem Fuchs, da muss man unbedingt aufpassen. Der hat natürlich Freude, wenn der mal hier in den Stall kommen. Die Kleider ist eben, um sich ein bisschen an Bewegungen gewöhnen, gell? So. Ja, wenn es ein bisschen luftet, ja. Dann gewackelt die Kleider. Und das wirkt recht gut, als von oben her die Angst ein bisschen verliert von den Bewegungen. Hinter dir, jetzt, das wäre jetzt, da können sie es nachher ehren, die Gänse. Ja, also hier bei dem Maisfeld, wo man hinter mir sieht, die zwei Streifen, da ist der Riebelmais, der jetzt schon recht schön ist. Und da lassen wir es von nächster Woche an, dann in den Gräs, und dann können sie so in den Mais rein und können bis in die Strasse runter die Fläche abfressen, wenn und wo sie wollen. Die laufen den ganzen Tag ein bisschen rum und gehen ein bisschen Mais rein, gewöhnen sich an Mais. Und im Herbst ist praktisch nichts mehr um, es ist alles gefressen, vom Stängel bis zum Kolb alles. Passt eigentlich, gerade von der Größe her, tipptopp zur WM, he? So zwei Fußballplätze, 100 auf 100 Meter. He? Ja, ungefähr, ja. Das ist etwas, was sich jetzt auch, weißt, auszahlt, auch lohnt, oder ist es auch ein bisschen Hobby, muss man angefressen sein, als Landwirt so etwas zu machen? Ja, um so etwas zu machen, ist natürlich auch immer ein bisschen Herzblut dahinter, man muss ein bisschen Freude an den Tieren. Man muss es am Morgen, morgen auslassen, am Abend eintun. Es gibt natürlich auch Arbeit, aber es ist auch ein Betriebszeug, der sich lohnt. Wenn man ein bisschen gut schaut, dann hat man auch die Kilo, die man am Schluss hat. Und so macht es auch Freude. Und das ist eben natürlich auch die Innovation, die es heute als Landwirt einfach braucht, gell? Ja, ich denke, ja, man bringt nichts. Oder mal etwas probieren und vielleicht etwas weitermachen, wie hier mit dem Riebel. Ist natürlich eine gute Kombination. Und mit dem Robin Geisser zusammen, wo man gut zusammenarbeiten kann, ist natürlich für uns auch interessant. Das ist jetzt geschlossen, gell? Aber da kann man mit dem Traktor zeugen. Was ist jetzt da speziell, Peter? Ja, also wir können den Stall, der hat also keinen Boden drin. Das ist der Naturboden. Wir haben Strohpellets eingestreut. Und wir können mit dem Traktor, mit einer Gurte, einfach einen nächsten Platz zeugen. Und so haben wir wieder einen sauberen Platz für die nächste Masch zum Starten. Und da sind jetzt eben Bullen drin, gell? Ja, da sind jetzt 300 Bullen drin. Die sind jetzt etwa 3,5-wöchig und würden ungefähr mit 8 Wochen den Schlachtreif sein, wenn man es so ein bisschen auslässt. Und ein bisschen viel Platz hat, haben sie natürlich länger. Es ist eine langsam wachsende Rasse. Und da ist Fleisch auch ein bisschen paber und hat ein bisschen mehr Biss. Und ist natürlich von der Qualität her etwas anderes als die schnell gewachsenen Maschbulle. Hast du Landwirt gelernt? Ja, ja, Landwirt gelernt, zuletzt in der Schule. Weißt, ich frage nur darum, wie du über das Fleisch so viel weißt. Du hast nicht noch etwas einen zweiten Beruf, noch Metzger oder Reisehne. Ja, da tut man sich alles auch eignen, mit Lesen, mit eben Erfahrung und so. Ja, ich habe ein bisschen Erfahrungen gesammelt mit der Gizzi. Ich habe mal einen Haufen Gizzi gemästet. Aha. Und habe dort ein bisschen Erfahrungen gesammelt mit dem ganzen Schlachten, mit dem ganzen Fleischverarbeiten. Auch Qualitätsstandards und Pflichtenhefter und was auch immer braucht. Und gell, die mobilen Hühnerställe, die sind auch im Bereich Hygiene ziemlich gut, oder? Ja, sie sind halt sehr einfach zum Reinigen. Genau. Das größte Problem ist immer der Boden. Ja, genau. Und da hat man nachher einen frischen Boden und nachher ist wieder super. Und natürlich von der Bewilligung her natürlich auch einfacher, weil es eben mobil ist. Ja, genau. Das ist schon ein Punkt, wo man natürlich auch wieder abbauen und weitergehen kann. Oder man kann dann wieder verkaufen oder an einen Ort stellen. Da ist mal ein bisschen mobil, es ist nicht betoniert. Und gleich ist es zweckmäßig. Und auch hier, gell, die Bulle, die sind auch mit Riebelmais gefuttert? Ja, im Futter ist der grösste Teil ist Riebelmais. Und da funktioniert recht gut. Und eben dadurch, dass der Riebelmais hell ist, würde die Bulle nicht gehen. Und da merkt man natürlich schon, es ist auch ästhetisch, schöner zum Anschauen natürlich, gell? Also geil heisst ja immer auch, man hat das Gefühl, hat ein bisschen viel ja, Fett dahinter und so weiter, also ist auch ästhetisch natürlich zum schön Anschauen. Ja, der Amerikaner isst ja gerne geile Bullen, das sind die offiziellen Riebelmais, die Maisbullenarten. Und der Schweizer ist da ein bisschen heikler, der hat nicht gerne geiles Fett, das ist ein bisschen ein Zeichen für alt oder verdorben oder nicht so hygienisch. Genau. Und bei uns läuft er recht gut und wir würden es mal so weitermachen, solange der Absatz funktioniert. Und natürlich auch kein Problem, gell, mit irgendwelchen Milchpreisen und so weiter. Da hat man den Markt noch ein bisschen besser im Griff, oder wie sieht das da aus? Ja, nein, man ist natürlich auch hier abhängig. Ich meine, das sind die paar, die man privat verkauft, wo man einen anderen Preis hat. Aber der Rest, wenn es nicht verkaufen können, dann kann man nicht einstellen. Und wenn man nicht einen leeren Stall hat, noch nie etwas abgeworfen.
Auch hier natürlich sehr gepflegte Haltung, gell? Das sieht man jetzt. Man sieht natürlich den Tieren auch an, dass sich hier ruhig verhalten. Natürlich schon etwas völlig anderes, als was man manchmal ja, eben einen anderen sieht, oder? Ja, wir haben jetzt hier ein bisschen weniger Tiere drin, als man nach Tierschutz dürfte. Also wir haben nicht Vollbesetzung. Gell, 300 kannst du reinhauen, oder wie viel? 400 könnte man reinhauen, jetzt sind wir 300 drin. Ich habe das Gefühl, der Tier ist wohler. Wenn es ein bisschen mehr Platz sind, das unbedingt jetzt gerade nötig. Und so können wir jetzt hier voraus und fressen und saufen, was Wind. Wie alt sind die? Die sind etwa 4 Wochen. Aha. Und eben 3 Monate, hä? Ja, etwa mit 8 Wochen kann man die schlachten. Aha, aha. Und der Absatz hier, also hast du feste Abnehmer? Ja, sie macht hier mit dem Geisser zusammen, mit Robin. Und ich kann verkaufen, was ich wegbringe. Und den Rest tun wir über ihn vermarkten. Und können so mit einer kleinen Einheit ein bisschen Lücken füllen sein. Und immer ein bisschen die Spitze brechen. Wir haben hier wieder die Einstreu von der Strohpellets. Die saugen extrem viel Wasser auf. Und so sind die Tiere sehr sauber und es wird nie klebrig. So sind sie eigentlich immer weiss bis zum Schluss. Und bei den Gänsen das Gleiche. Da wird gerne nie nass. Mit Langstroh ist einfach nachher, saugt es viel weniger und ist viel aufwendiger zum Einstreuen und zum Ausmisten. Was dich im Rübeläum erwartet, Hans? Was sehen wir auf dieser Tafel? Gut, jetzt zwei Teile. Obendüren ist die Übersicht, was für Themen abgehandelt werden. Das eine ist, dass man über 40 Maisarten live sehen kann, die ausgestellt sind und beschrieben. Dann sehen wir etwas über die Geschichte, woher es gekommen ist, von Zentral-Südamerika und Teil Nordamerika. Dann haben wir Nährstoff, was einem in der Ernährung wichtig ist. Und dann haben wir, wie eine Maispflanze überhaupt gebaut ist. Die ist ja zweihäusig, sagt man, glaube ich. Oben ist die männliche Blüte und unten, wo dann der Kolben kommt, die weibliche Blüte. Und dann nachher sieht man, wie vielfältig der Mais gebraucht werden kann. Nicht nur zum Essen und Futter, sondern auch als Energiemais. Und schließlich haben wir da oder Rohstoff machen, um abbaubare, zum Beispiel statt Plastik, abbaubare Produkte machen. Und da haben wir noch, wie er produziert wird. Da ist noch, auf dieser Skizze ist eine Übersicht. Wir sind jetzt hier im Ribbelmaisfeld, wo wir die 3 Blöcke haben. Aussen die Speismais-Sortenausstellung, Ribbelmais. Und da haben wir noch ganz spezielle Sorten, die ganz sportreif sind. Hier am Strössli nach oben kann man essen, am Ribbelhof oben. Und hier oben ist ein Peter Eugster sein Hof, wo man dann Ribbelgänse bestaunen kann und Ribbelmaisbouladen im mobilen Stall. Das Jubiläum also ist nicht auf einen Akt beschränkt, sondern eben geht das ganze Jahr durch, oder? Das geht bis am 19. Oktober. Jetzt, die Eröffnung war hier im Hof am Freitagabend. Da ist der ganze Sommer, das ist der Veloweg, der Rintaler Veloweg. Und da ist dann Schluss. Veranstaltung im Ribbelhof am 19. Oktober, Freitagabend. Hier seht ihr noch, wer das dahinter steht. Das sind keine öffentlichen Gelder. Hier haben wir noch, da hat Sabrina entwickelt noch für die Kinder, den Ribbli, der dich auch durch das, die Ausstellung begleitet. Da kann man immer schauen, was der sagt. Wir reden jetzt immer von der Sabrina. Sabrina will nichts sagen, aber wir sehen sie durch Sabrina, nicht in diesem Film, weil sie jetzt einfach nicht drauf will. Aber wenn ihr zum so einem Event kämpft, dann würdet ihr sie sehen, oder? Ja, ich nehme am 19. Oktober sicher. Also, wenn ihr wegen dem Meisen könnt, dann könnt ihr auch wegen der Sabrina, oder? Das ist gut, ja. Schweizer Popcorn, das ist ein innovatives Produkt, das jetzt lanciert wird von innovativen Leuten. Die haben da die Firma gegründet, Popcorn, und die. Jetzt tun wir das erste Mal in Lüchingen grösserflächig Schweizer Popcorn anpflanzen und mal schauen, ja, ob das zu laufen kommt. Ich bin da voller Zuversicht. Ja, aber Hans, ein Schweizer Popcorn heisst doch, da muss ein Autokino her. Ja, nicht Schweizer Popcorn. Das ist super Produkt. Popcorn ist man immer im Kino? Ja, jetzt schauen wir noch. Zuerst müssen wir jetzt anbringen, dass er produziert und dass man nachher kann poppen kann. Weil aha. Popcorn muss ja noch auf explodieren und aha. Schön poppen. Und jetzt, wir sind jetzt am Anfang mit dem, aber das kommt schon gut. Wir tun dann an den Ulmen haben wir auch noch den Sonderschau über Speismais in der Schweiz. Gut. Innerhalb von der Produkteschau, die vielleicht jeder kennt, mit den Körben für Obst, Gemüse, haben wir unten rein den Sonderschau Speisemais in der Schweiz. Da ist
auch wegen dem Riebelmais-Jubiläum 20 Jahre, aber eben auch der Schweizer Zuckermais, der heute grossflächig angebaut wird. Und das Drittprodukt wird dann Popcorn sein, das wir dort präsentieren. Jetzt haben wir noch kleinen Mais, grossen Mais, bei beiden steht Speisemais drauf. Was ist noch der Unterschied? Eben, Süßmais ist ganz etwas Spezielles. Der das ist doch klein. Der Süßmais, das sind jetzt gerade in dem Fall so kleine Pflanzen, es gibt auch höhere. Das ist jetzt gerade die Sorte, die so nieder ist. Das sind Kolben, wo Zucker, nur Zucker, aber keine Stärke bildet. Aha. Und das ist ja speziell, man könnte fast sagen, ein genetischer Defekt. Ein normaler Mais tut, wenn die Sonne scheint in den Blättern, Stärke machen. Und nachher zur Nacht tut er die Stärke umwandeln in Zucker, damit es transportfähig wird und keine Körner transportiert werden. In den Körner gibt es wieder Stärke zum Einlagern. Und der Mais, der kann nicht mehr Stärke machen aus Zucker. Der kann das nicht zurückbauen. Und darum ist das Körnchen rein, voller Zucker, aber keine Stärke. Das apropos ist Zuckermais, der sogenannte Zuckermais. Und apropos Stärke im übertragenen Sinn, also Kohlenhydrat, macht der Mais gleich stark wie Reis und Teigwaren oder ist er gesünder? Rebelmais ist sehr gesund. Hat eine Studentin ja in ihrer Arbeit geschrieben. Sie hat herausgefunden, dass Rebelmais Pufferkapazität hat, wenn man zum Beispiel übersäuerte Magen hat, übersäuerte Muskeln, wenn man damit man Muskelkater kommt man ja aus Übersäuerungen, genau, oder? Genau. Und wenn man aber Rebelmais vorher isst, zum Beispiel die Schwinger und die Ringer da vom Mäntel, die essen Rebelmais, die haben dann nicht so Übersäuerung vom Magen und von den Muskeln und das ist wie Puffer. Und das ist noch eine interessante Erkenntnis, dass für Sportler vor allem ideal ist. Ihr Kollegen, die machen da mal so einen Lauf und dann, wenn sie fertig sind, trinken sie ein Bier. Sie sagen, die haben am Nachtag dann keinen Muskelkater. Ja, kann man aus Mais auch Bier machen? Die trinken wahrscheinlich Maisbier. Ja, gell, gibt's auch, gell? Das ist der positive Effekt. Ja, ja, Maisbier von der Sonnenbräu, das steht gerade in der Nähe vorne. Das ist sehr innovativ. Und ich denke, das ist schon noch ein Aspekt eben für Sportler, die Ausdauersport machen müssen, dass man eben Mais nimmt. Innerhalb von 2 Jahren haben wir AOP geschützt, das Zeug. Als zweites Produkt von der Schweiz. Wir haben alle anderen überholt, außer dort. Dann haben wir halt so innovative Produkte. Bullarde hat dann der Robin Geisser erfunden. Dann haben wir parallel zu Polentamais angefangen. Und dann haben wir da zum Beispiel Maischips, die wir da unten sehen. Oder auch die letzte Jahr die mobilen Riebelmais-Bullardenstelle, die sehr tiergerecht und umweltschonend das, die Riebelmais-Bouillarden aufwachsen, die wir vorher gefilmt haben. Und Hans, jetzt eine allerletzte Frage. Wenn jetzt jemand hierher kommt, wenn er noch etwas nicht erfahren hat in diesem Beitrag, kann man da durchlaufen? Erstens kann man selbstständig einfach durchlaufen und man kann hier jederzeit hinfahren, vor allem mit dem Velo wäre es empfehlenswert, dass man hier das Velo anstellt und einmal durchläuft oder oben geht, die Gänse anschauen oder die Bouillarden. Wenn man will, als Gruppe zum Beispiel einen Ausflug machen will, könnte man das auch beim Peter Eugster oder bei uns melden. Und dann machen wir da Führungen und noch ein bisschen Hintergrundinformationen übergeben.